Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Wenn et bette sich lohne dät, wenn das Beten sich lohnen würde, so sang einst die Kölner Kultband BAP. Das ist die große Frage, lohnt sich das Beten? Unsere heutigen Gäste sind jedenfalls davon überzeugt. Schließlich engagieren sie sich beim Weltgebetstag der Frauen, ein Ereignis, das nun schon seit Jahrzehnten Jahr für Jahr begangen und ökumenisch und weltweit ausgerichtet wird. Sie werden für sich eine Antwort auf die Frage gefunden haben, ob das Beten sich lohnt. Hören wir mal zu. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Julia Lersch von links nach rechts, Luise Schröder und Uta Gerstner. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Ich fange mal links an. Frau Lersch, Weltgebetstag der Frauen, das klingt ein wenig nach lila Latzhose und Feminismus. Für mich jedenfalls. Ist vielleicht vollkommen verkehrt. Latzhose sehe ich nicht, lila auch nicht. Was ist mit dem Feminismus? Spielt er irgendwie eine Rolle beim Weltgebetstag der Frauen? Der spielt auf jeden Fall eine Rolle. Vielleicht nicht bei allen Frauen gleichermaßen. Wir sind ja eine ökumenische Bewegung. Das heißt, da kommen ganz, ganz unterschiedliche Frauen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen zusammen. Und die einen sind mehr Feministin und die andere weniger. Ich kann von mir aus auf jeden Fall sagen, dass ich Feministin bin und es so verstehe, das ist eine Haltung, ein Blick auf die Welt. Und ich schaue natürlich auch mit diesem feministischen Blick auf den Weltgebetstag und schaue danach, wie können Frauen gleichberechtigt teilhaben in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch, wie können Frauen ihre Lebensbedingungen gleichberechtigt schaffen. Und da ist der Feminismus eine ganz wichtige Hilfe und die feministische Theologie, um auch einen anderen Blick auf die Bibel zu haben. Also von daher würde ich sagen, der Feminismus spielt eine Rolle, aber es gibt auch Frauen in unserer Bewegung, die sagen, vielleicht fühle ich mich da nicht ganz so zugehörig. Da gibt es eine große Bandbreite. Und das Schöne finde ich, dass wir als Schwestern uns in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer unterschiedlichen feministischen Sichtweise auch akzeptieren, auch wenn das manchmal heiß hergeht. Das glaube ich. Was ist denn eigentlich der Weltgebetstag der Frauen? Wenn man Frau Lersch so zuhört, könnte man meinen, es sei auch eine feministische Bewegung. Sehen Sie es ähnlich oder ist was anderes? Ich sehe es durchaus ähnlich, dass es auch eine feministische Bewegung ist. Aber in erster Linie, denke ich, ist es zumindest für mich eine ökumenische Basisbewegung, die von Frauen getragen wird. Und das weltweit. Also dieser Gedanke, Frauen stärken sich gegenseitig, lernen voneinander, teilen sich miteinander aus, tauschen sich aus und beten für ein und dieselbe Sache. Das ist, was mich begeistert. Mhm. Frau Gerstner, wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu diesem Weltgebetstag der Frauen? Haben da irgendwo an der Basis mal welche sich zusammengesetzt? Und dann die Anfänge liegen schon weit über 100 Jahre zurück. Wir haben 1987 100 Jahre Weltgebetstag gefeiert, insofern, als dass wir uns erinnert haben, dass mit den ersten Missionsbewegungen ja damals auch schon Krankenschwestern, Lehrerinnen, später natürlich auch Missionarinnen in die, ich sag mal, Übersee-Dependancen oder in die neuen Kontinente gegangen sind und zu Hause natürlich immer Geschwister, Familien, Gemeinden, Initiativen, Institutionen da waren, die natürlich dafür gebetet haben, dass sozusagen die Arbeit fruchtbringend im Sinne des Reiches Gottes vor Ort ist. Und die haben natürlich auch Geld gesammelt, um, ich sag mal, Verbandsmaterial, Schulmaterial und so weiter, auch den Unterhalt der Frauen in Übersee. Das waren im Grunde die Anfänge, dass man sich sozusagen verbunden hat mit dem Engagement und mit den Frauen, die in Übersee christlich im Sinne des Evangeliums gewirkt haben. Gebet für die Missionarinnen. Genau, und dann hat sich das natürlich weiterentwickelt. 1927 ist so eine weitere Station, das war ein Jahr von der Weltkirchenkonferenz schon, die war ja 1928 in Jerusalem. Da haben Frauen sich schon zusammengetan und haben in mehreren Ländern, Kanada, Japan, Korea, helft mir weiter, In Syrien, auch schon, also ganz, ja, über ganz verschiedene Orte weltweit sich vernetzt und den ersten internationalen gemeinsamen Weltgebetstag gefeiert. Selbst wenn es ums Gebet ging, war es aber doch dann schon sehr hochpolitisch, wenn ich das mal so richtig verstehe. Also zuerst ging es ja mal um solidarisches Miteinander. Länder miteinander verbunden, und Kulturkreise auch. Ne? Ja. Es ging um Miteinander und um Solidarität unter Frauen. Und dadurch, dass man natürlich in verschiedenen, ich sag mal, Regionen über die ganze Welt verbreitet war,
hat man dadurch natürlich auch einen Einblick in Lebenswirklichkeit von Frauen in ganz anderen kulturellen und sozialen und politischen Zusammenhängen gewonnen. Ja. War das dann zunächst mal, also Missionarin, ich greife das Wort nochmal auf, weil Sie es gesagt haben, Missionarin, war das dann aus einer ganz bestimmten Konfession heraus zunächst mal oder war das von Anfang an dann auf verschiedene Kirchen auch verteilt? Also ich glaube, die Baptistinnen waren da sehr engagiert, die Methodistinnen. Ja. Genau, ich glaube, die Methodistinnen waren so mit die Startzündung auch, ne, die ja auch durch ihre Konfession eh schon ganz viele internationale Kontakte haben. Mhm. Und ich glaube, die haben das dann auch sehr in die Breite getragen. Ne? Und in Deutschland hat das ja noch ein bisschen länger gedauert. Genau. So richtig gestartet hat es dann erst 1949. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das US-amerikanische Soldatenfrauen, methodistische Frauen, die den Weltgebetstag, die Idee, mit nach Deutschland gebracht haben. Und in Deutschland war es im Bayerischen Mütterwerk, in der evangelisch-lutherischen Kirche, eine verantwortliche Frau, die das sozusagen dann verbreitet hat, mit Hilfe ihres Büros, ne? Und die ersten 10.000 Exemplare verteilt hat. Die sogenannten Gottesdienstordnungen, also praktisch in denen der Gottesdienst schriftlich steht, die wurden dort gedruckt und ich finde das... Der für alle sozusagen verbindlich ist für diesen Tag. Ja. Ah ja, das ist schon seit 49 so. Genau, und was ich so phänomenal finde, ist, dass es 49 diese 10.000 Exemplare waren und heute sind es 1 Million. Also man kann echt sehen, das hat ordentlich Kreise gezogen. Und Sie müssen sich ja vorstellen, das war alles vor Internet. Also wir haben sozusagen eine spirituelle Vernetzung im global-christlichen Sinne durch Netzwerken, durch Abschreiben, durch Weitergeben, durch Weiterschicken, wo Frauen sich wirklich weltweit verbunden haben, haben diese Gebet. Idee weitergetragen, sich an einem Tag durchs Gebet zu verbinden. Ja. Ne? Und dann zieht sozusagen an einem Tag rund um die Welt wie die Sonne, zieht ein Gebet. Und das hat natürlich auch eine faszinierende Kraft. Sind heute alle Konfessionen beteiligt, mehr oder weniger, also zumindest die großen in Deutschland sind es. Ne? Ja. Was mit der orthodoxen Kirche? Gehören die sind auch drin. Auch also zum Beispiel im Deutschen Weltgebetstagskomitee, was im Grunde so ein bisschen das Gremium ist, was dafür Sorge trägt, dass es auf Deutsch übersetzt wird, die Ordnung, dass auch die Projekte bearbeitet für die Kollekte. Da sind es 9 Konfessionen und auch die orthodoxe, also eine der orthodoxen Kirchen, die teilen sich, den Sitz gehört dazu und 16 Verbände. Also wirklich eine Ökumene, wenn wir da immer gemeinsam am Tisch sitzen, dann ist die Ökumene versammelt. Da habe ich keinen Zweifel, das ist schön. Und deswegen frage ich mich auch gerade, also man als normaler Kirchenbesucher bekommt man ja nur das Endprodukt sozusagen mit. Also da heißt es dann plötzlich, dieses Land hat das jetzt vorbereitet und da gibt es diese Bilder zu und diese Gebete und diese Gesänge zu und so weiter und so weiter. Aber dass das mal zustande kommt, wer entscheidet das denn? Das passiert auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich hatte das Glück, dass ich einmal auf einer internationalen Konferenz sein durfte. Die findet so circa alle 4 Jahre statt. Da kommen die Delegierten aus den Komitees aus allen Ländern zusammen. Es sind ja heute 170 Länder, die sich beteiligen. Also das war in New York 2012 und dann habe ich da mit über 200 Frauen gesessen und war fasziniert davon, dass von sämtlichen Inseln und überall kamen die her. Und dort werden die Themen und die Länder für die nächsten Jahre demokratisch beschlossen. Es gibt also Vorschläge im Vorhinein und dann wird so für 5 bis 6 Jahre werden die Länder, natürlich immer eine Weltregion, also einen Kontinent, dann kommt der nächste Kontinent, dass es also eine gute Verteilung gibt und die bekommen auch ihre Themen. Und dann kriegt das jeweilige Land den Auftrag und hat dann ein paar Jahre Zeit, zusammen mit dem internationalen Komitee, das ist auch ehrenamtlich, und dann mit einer Angestellten das zu entwickeln. Also, dann kommen irgendwann Sie ins Spiel, oder? Wann sind Sie dran? Die Gebetsordnungen werden in Landessprache geschrieben. Mhm. Dann geht es nach New York, da wird es ins Englische übersetzt. Und dann geht es raus in die einzelnen Länder, wo immer Weltgebetstag gefeiert wird. Und die Übersetzung hier jetzt in Deutschland auf Deutsch, das wird dann in der Geschäftsstelle in Stein gemacht. Und vom Komitee abgesegnet. Ja. Entscheidet das Land dann auch, welches Problem sozusagen Sie bebetet haben wollen, wo es drum gehen soll? Oder? Also wir haben ja in Deutschland ein ganz starkes Projektreferat in der Geschäftsstelle in Stein, die hervorragende Arbeit machen, die Projekte, die wir unterstützen, gut recherchieren im Vorhinein, dann die Vorlagen ins Komitee tragen. Ne? Und natürlich schaut man dann immer, je nach
nachdem, was für ein Land dran ist, welches politische oder frauenpolitische Thema geht mit diesem Land einher, was wichtig ist, um sozusagen Lebensumstände von Frauen im Besonderen, aber überhaupt von der Bevölkerung an sich sozusagen in den Blick zu fassen, ob es Thema Ernährungssouveränität ist oder Teilhabe von Frauen und Männern an der politischen Meinungsbildung. Wir hatten jetzt Ägypten, wir hatten Bahamas, Chile, also jedes Land hat sozusagen eine spezifische Fragestellung, mit der wir dann auch nochmal sozusagen die unter der entwicklungspolitischen Fragestellung genauer hingucken und uns kundig machen, uns informieren und dann aber auch schauen, wie können wir unterstützen. In der Gemeinde, in der ich jetzt bin, da wird zum Weltgebetstag immer gesagt, der ist jetzt nicht mehr nur noch für Frauen, sondern der ist auch für richtig, Männer. Richtig, genau. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die Besonderheit ist, und das wollen wir uns auch beibehalten, dass Frauen das vorbereiten. Also das ist ja die größte ökumenische Laienbewegung auch weltweit. Und Frauen bereiten in den Gemeinden und auf anderen Ebenen diesen Gottesdienst vor. Aber eingeladen sind alle, natürlich auch Kinder und Jugendliche. Aber warum haben Sie es nicht bei den Frauen gelassen? Ich meine, Weil es für es, es für klingt eine, ein bisschen so, es kommen nicht mehr genug zusammen. Jetzt müssen wir auch gucken, dass das ein bisschen lebendig bleibt. Jetzt holen wir auch noch die Männer dazu in der Hoffnung, dass es weitergeht. Ich glaube, also ist vielleicht auch nochmal ein Thema, aber das ist auf jeden Fall nicht der Motor gewesen, sondern wie wollen wir denn was verändern, wenn wir nicht Kinder und Jugendliche und Männer einladen, gerade wenn wir Themen haben, wo wir sagen, da soll eine Veränderung her. Wir können uns ja nicht nur mit den Frauen verändern, sondern wir wollen alle einladen, sich mit den Themen zu beschäftigen und darüber dann wirklich gesellschaftlich was zu verändern. Und also ich finde das eine sehr, sehr schöne Bewegung, dass wir sozusagen jetzt alle einladen. Und das wird auch genutzt, mal mehr und mal weniger. Ja. Aber es gibt inzwischen auch viele Kinderweltgebetstage. Also das hat auch Kreise gezogen. Ja. Was möchten Sie, haben jetzt ein paar Mal vom Verändern gesprochen, was möchten Sie denn verändern? Vieles. Also vielleicht darf ich jetzt mal, das internationale Motto der Weltgebetstagsbewegung ist informiert beten, betend handeln. Und da sieht man ja schon, dass wir beten. Informiert beten, betend handeln. Genau, dass wir beten nicht nur an sich als, ich sag mal, eine Handlung im kultischen Rahmen oder im rituellen Kontext verstehen, sondern dass es um praktische Nächstenliebe geht, im Gebet, aber auch im Tun, im sich informieren, was erzählen uns unsere Schwestern aus den Bahamas oder aus Ägypten oder aus Frankreich, was sind ihre Lebensumstände, worunter leiden sie, was ist ihre Glaubenshoffnung, wofür engagieren sie sich in ihrem Land und wie können wir uns mit ihnen verbinden, spirituell, aber auch sozusagen faktisch durch unsere Solidarität. Und gleichzeitig auch gucken, was haben wir vielleicht mit genau diesem Problem zu tun, Ernährungssicherheit oder Umgang mit Fremden in der Gesellschaft. Das war bei Frankreich das Thema. Was bekommen Sie denn dann? Dann sagen Sie noch mal. Nee, ich wollte gerade noch mal, weil du das gerade erwähntest, das betend Handeln noch mal aufnehmen. Dahinter verbirgt sich, was du ja auch gerade gesagt hast, die Solidarität auch in Form einer Kollekte. Es wird ja in jedem Weltgebetstag auch gesammelt. Da kommt auch richtig viel Geld zusammen. Und dieses Geld geht eben in Projekte, in Frauen- und Mädchenprojekte weltweit. Und da verändern wir eben ganz viel. Wir tragen zur Bildung bei. Es wurden also in den letzten, also seit den 60er Jahren bis heute 6000 Projekte mit über 65 Millionen Euro finanziert, aber auch Projekte zur Überwindung von sexueller Gewalt gegen Frauen, wo es darum geht, Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu finanzieren, politisch teilzuhaben. Und das findet wirklich in allen Kontinenten statt, auch in Europa. Und da verändert sich wirklich was. Also in diesen Projekten, die wir mit dem Geld, was uns die Menschen in den Gottesdiensten geben, finanzieren. In Ihrer Antwort steckt schon das drin, was ich eigentlich fragen wollte. Das habe ich geahnt. Ne? Sie haben es geahnt, genau. Ja. Nein, also die Ausgangsfrage war ja ein bisschen, was bewegt das Gebet? Mhm. Kommen wir nochmal zu der Frage. Sie haben schon gesagt, es verändert sich etwas. Es verändert sich dann vor allen Dingen, dass Leute sich bewusst werden eines bestimmten Problems und dann möglicherweise anders handeln. Oder was würden Sie sagen, wie das Gebet in diesem Fall etwas verändert? Ich denke, es verändert sich in beiden Richtungen. Einmal durch dieses Handeln. Natürlich sind das dann die äußeren Faktoren, die Wirtschaftlichkeit und Existenzgründung und. Aber ich denke auch langfristig, und das ist etwas, was man relativ schwer bemessen kann. Unser Ziel ist es auch, eine Denkweise zu verändern, speziell jetzt
zum Beispiel bei Männern? Wie gehen sie mit den Frauen um? Wie sehen sie es? Welche Rechte haben Frauen? Oder lassen wir mal auch Frauen zu? Es ist nicht überall so, wie es hier in Deutschland ist, dass man da schon relativ weit ist, obwohl noch viel zu tun ist. Von daher denke ich, ist auf beiden Ebenen, sowohl die materielle Ebene als auch die spirituelle Ebene. Sie wollten auch etwas sagen? Ja, ich finde, oder? Das Gebet ist erstmal für mich, dass es eine Verbindung herstellt. Das ist sozusagen das, was, ich sag mal, Paulus mit Ökumene im Neuen Testament beschreibt. Das ist für mich erfahrbar durch den Weltgebetstag, dass ich plötzlich mit Frauen aus Papua-Neuguinea, wo ich 2008 eine Weltgebetstagsreise hingemacht habe, ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, die haben Geld gesammelt, das haben wir dann noch mitgenommen nach Ägypten in den Kinder- und Mädchenheim und haben das dort übergeben. Das schafft einfach Verbindung und ich sag mal so eine groß, also ja, ich erfahre was über die Menschen, über die Frauen vor Ort, was ist ihr Anliegen, wie glauben sie, worauf hoffen sie, und ich kann mich durch das Gebet, durch das, dass sie mir die Worte oder uns die Worte schenken, ne? Ja. Wir natürlich in dem Moment nicht mehr unsere eigenen Worte beten, sondern die wir bekommen haben, aber das schafft einfach auch die Verbindung. Die Verbindung schafft das Miteinanderbeten. Mhm, genau. Nicht das Füreinander, sondern das Miteinander. Mhm. Das ist also ein großer Unterschied. Wir beten ja einmal im Jahr rund um die Uhr und rund um den Globus. Ein Gedanke, der mich seit über 20 Jahren fasziniert. Ja, glaube ich. Von Samoa nach Chile sozusagen. Ja. Ne? Ja. Wenn die einen morgens anfangen, dann schlafen die anderen noch. Genau. Mhm. Wenn die anderen abends ins Bett gehen, beginnt irgendwo anders wieder ein Gebet. Das hat mich auch, als ich damit angefangen habe, unglaublich fasziniert. Also diese weltweite Verbindung. Ich habe mich manchmal auch ein bisschen schwer getan mit dem Beten. Mir fällt das manchmal nicht so leicht. Und ich lerne auch ganz viel von Schwestern aus anderen Ländern, die das ganz viel selbstverständlicher tun, auch in ihrem Alltag haben. Also es ist auch ein unglaublicher Erfahrungsschatz, die Begegnung mit den anderen Frauen und auch zu hören, wie ist deine Gebetspraxis oder wie tust du das und was verändert das dann auch bei mir? Vieles, was Sie jetzt aufzeigen, spricht ja auch von den Unterschieden. Also Sie haben eben Papua-Neuguinea erwähnt, Ägypten kam darin vor. Sie sagen jetzt die unterschiedlichen Gebetsweisen. Also die einen machen das tagtäglich, alle 5 Minuten, bringen alles vor Gott. Ihnen ist das fremd, das so auszudrücken. Das könnte ja auch zu Gegensätzen kommen. Ja, das Erstaunliche ist ja, und wenn ich auch bedenke, wie Ökumene sonst knarzend funktioniert an manchen Stellen, wird das überspielt bei Ihnen oder spielt das einfach keine Rolle? Weder noch. Ja. Ich denke, was wir Frauen ganz einfach in der Ökumene sehr gut in den Griff bekommen haben, das ist A, zu schauen, was haben wir Gemeinsames, dieses Ringen um das Gemeinsame und dann diese Akzeptanz, der andere oder die andere sieht das anders, als ich es jetzt sehe, aber deswegen ist sie genauso von Gott geliebt, deswegen ist ihr Gebet genauso viel wert wie das meine. Dieses Miteinander solidarisch, gemeinsam sich für eine Sache stark machen, auch ein Stück weit natürlich, weil wir mit den Frauen beten, wir beten die Ordnung, wie die Frauen uns aus Kuba sonst wo vorgeben, sich selbst auch ein Stück weit zurücknehmen. Mhm. Ja? Das ist auch immer das ist das Wesentliche dabei. Und trotzdem, also wir sind ja 2-mal im Jahr im Komitee, also was ja ökumenisch besetzt ist. Und das Tolle, was ich finde, ist, wir können da auch streiten. Also das ist ein Gremium, das ist eigentlich somit das Einzige, in dem ich bin, wo wir richtig auch streiten können, zum Beispiel über Bibelübersetzung, soll es eher die Bibel in gerechter Sprache sein oder doch eher die gute Nachricht oder auch ganz andere Sachen. Aber es ist eine Akzeptanz da, dass jede da wirklich ihre Meinung sagen kann, was ich so echt in keinem anderen Gremium erlebt habe. Also da kann jede sprechen und ich stimme wirklich nicht in allem zu. Wir sind da vielleicht auch manchmal unterschiedlicher Meinung, aber das tut nichts. Dieses Gefühl von Solidarität ist viel stärker und das finde ich den echten Schatz daran. Sind Frauen besser da drin oder liegt es einfach daran, dass es, wie soll ich das sagen, nur einmal im Jahr ist? Nee. Ich denke, auch wenn der Weltgebetstag nur einmal im Jahr ist, die Bewegung selbst beschäftigt viele Frauen. Nicht nur jetzt diesen ersten Freitag im März, sondern ganz das ganze Jahr.
Also wir tragen diesen Solidaritätsgedanken das ganze Jahr miteinander. Von daher denke ich nicht, dass es nur auf das begrenzt ist, es funktioniert, weil wir uns nur selten sehen, sondern es ist ganz einfach, ja, in der Natur der Frau auch. Also es liegt auch an den Frauen. Weil ich mir vorstelle, würde ich fast sagen, ja. Ich mir vorstelle, bei uns Männern wird das irgendwie nicht so funktionieren. Vielleicht, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob es das versucht wurde mal, aber ich habe noch nie was von dem Weltgebetstag der Männer gehört. Und ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde. Da ist eher so, bitte? Ist uns auch nicht bekannt. Ist Ihnen auch nicht bekannt, ne? Können wir mal gründen. Aber vielleicht ist es wirklich mehr dieses auf das Gemeinsame schauen, ja, und das Gemeinsame miteinander zu feiern, im Wissen um die Unterschiede. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt generell, ich will nicht sagen, dass Männer das nicht können, aber ich kann nur sagen, hier klappt's und das auch schon ziemlich lange. Und es ist wirklich auch, wie du sagst, es geht ja nicht nur dieser, es ist nicht nur der eine Tag, sondern das geht ja schon wahnsinnig früh los. Wir fangen ja im Sommer schon an, diese Werkstätten vorzubereiten, und es ist wirklich wie so ein Schneeballsystem. Das fängt dann auf der Bundesebene an und dann geht es immer weiter runter bis in die Gemeinde, und jede Frau ist gleich wichtig da. Eigentlich geht es nur darum, nur in Anführungszeichen, ja, das in Deutschland oder Österreich im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Mhm. Und trotzdem, aber auf internationaler Ebene muss man eben doch auch rein sprachliche Grenzen schon überwinden. Geht das immer auf Englisch oder wie funktioniert das? Mhm. Also bei dieser internationalen Konferenz, wo ich war, da war es auf Englisch, und da kamen jetzt immer zwei Delegierte aus jedem Land hin und die haben Englisch gesprochen. Es gab aber auch immer mal wieder zwischendurch, habe ich mitgekriegt, auch Simultanübersetzungen ins Spanische. Aber dort waren eher die Frauen, die auch Englisch gesprochen haben. Und über die, es gibt in jedem Land eine Liaison-Person. Das ist eine Frau, die den Kontakt hält zur internationalen Ebene. Und die hat eine ganz wichtige Funktion. Die haben wir ja auch in unserem Komitee. Denn die stellt die Verbindung her von der internationalen Ebene jetzt bei uns auf die deutsche Ebene, richtet Grüße aus, und wir schreiben auch durch sie Briefe an in Katastrophengebiete, jetzt gerade an die Schwestern in Nepal. Da haben wir auch 4 Projekte, also die wir finanzieren, und fragen nach, wie geht's euch, was tut ihr gerade? Und das geht hin und her. Also wir haben diese Frauen, die Sprachrohr sind für viele andere, und das funktioniert eigentlich nicht immer gleichermaßen, aber gut, dass es auch die Informationen hin und her trägt. Die Frage lässt sich vielleicht nicht beantworten, aber ich versuche es trotzdem mal zu fragen. Wenn es den Weltgebetstag der Frau nicht gäbe, was wäre dann anders für Frauen? Dann wäre die ökumenische Welt um einen großen Schatz ärmer. Aber sehr Frage. Ich wollte es andersrum noch mal fragen, statt zu fragen, was haben Sie denn im Detail bewirkt für Frauen? So rum könnte man es natürlich auch fragen. Jetzt haben Sie eben gesagt, beispielsweise für ein Mädchenheim in Ägypten. Ich glaube, es ist ein Fenster zur Welt, und wir lernen, einen anderen Blick auf unsere Welt mit anderen Augen hinzuschauen oder uns hineinzuversetzen, ein Stück weit so, ne, exemplarisch. Und aber wirklich auch von, und nicht von oben herab, sondern wirklich in der Schwesterlichkeit zu gucken, was erzählst du mir aus deinem Leben? Worauf hoffst du, worunter leidest du, wofür betest du, wo soll ich dich unterstützen, wodurch sind wir miteinander verbunden? Aber es ist auch Empowerment für uns selber. Ja. Und also stark Stärkung machen, und auch für die Frauen, die in den Gemeinden Weltgebetstag feiern. Denn für viele ist es wirklich das erste Mal gewesen, dass sie vorne im Altarraum standen, den Gottesdienst leiten. Da ist keine Pastorin oder kein Pastor, kein Pfarrer oder keine Pfarrerin dabei, sondern diese Gruppe von Frauen, die feiert Weltgebetstag und begleitet eine Gemeinde. Und das habe ich schon von so vielen Frauen gehört, das war wie so ein Wandel. Auf einmal entdecke ich, dass ich diese Fähigkeiten auch habe. Und das fand ich was sehr Berührendes. Dass nicht nur die Kirchenbank uns gehört, sondern auch der Altarraum. Diese Selbstwahrnehmung. Diese Selbstwahrnehmung und auch das, wie ich als Frau wahrgenommen werde. Ja. Ganz kurze Schlussrunde. Was wünschen Sie sich für den Weltgebetstag der Zukunft? Dass diese globale Perspektive, die der Weltgebetstag hat, dass das von vielen jungen Frauen in Deutschland auch entdeckt wird. Der wahnsinnige Reichtum und die Perspektivenvielfalt und ja das Potenzial von Empowerment, das ist im Moment noch sozusagen noch nicht ganz in der jungen Generation angekommen. Und da wünsche ich mir, dass gerade junge, engagierte Frauen das für sich entdecken können. Frau Schröder. Ich wünsche was? Nein, für Sie habe ich eine andere Frage. Ach, ja. Was wünschen Sie sich für die Situation von Frauen weltweit? Dass sie mehr und mehr lernen, sich richtig selbst auch wahrzunehmen,
nicht nur in dieser Rolle der Untergeordneten, ja, aber dass sie auch wirklich wahrgenommen werden von der Gesellschaft rundherum, von Männern, von der politischen Gesellschaft. Ich wünsche mir wirklich auch diese Gleichberechtigung, wie wir sie zum Teil hier schon haben, wo sie noch nicht überall ist. Das ist das, was ich mir für die Frauen wünsche. Frau Lersch, lohnt sich das Beten? Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein tägliches Lernen. Also ich habe Ihnen das ja vorhin schon erzählt, dass mir das nicht immer so leicht fällt. Aber ich habe zum Beispiel auf der Fahrt hierhin gebetet, weil das ist für mich auch die erste Erfahrung hier hingewiesen. Und ich habe mich darin getragen gefühlt. Und das ist ein immer wieder Ausprobieren. Und manchmal gelingt es weniger und manchmal mehr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Damen. Schön, dass Sie da waren und uns vom Weltgebetstag der Frauen erzählt haben. Hoffentlich gibt es den noch lange. Der scheint ja wirklich einiges zu bewirken. Viel Segen und alles Gute dafür. Danke. Liebe Zuschauer und vor allen Dingen Zuschauerinnen, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.